Wir haben gerade die Ehre, mit Eisi Gulb über das Cannabis-Gesetz zu sprechen, hatten gerade eine Veranstaltung, lieber Eisi. Wenn du vielleicht in einer Minute zusammenfasst, was du von diesem Gesetz hältst. So wie das Gesetz jetzt ist, halte ich nicht viel davon, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil es ein bisschen wischiwaschi geworden ist, was einfach wichtig gewesen wäre, um tatsächlich dem Schwarzmarkt zu begegnen, wären einfach lizenzierte Läden gewesen. Also das Ganze einfach wirklich klar freizugeben und dann aber eben dadurch so eine Kontrolle drüber zu kriegen, wie über unser bayerisches Reinheitsgebot beim Bier. Ja, das ist doch genau dasselbe. Also man könnte dann den THC-Gehalt wieder runterschrauben, man könnte sauberes Gras verkaufen und das ist dann in der Tat, und das ist eine unverrückbare Tatsache, und da können diese ganzen populistischen Einwände von unserer momentanen bayerischen Staatsregierung überhaupt nichts daran ändern. Es ist die einzige Substanz aus der ganzen Drogenpalette, mit der ich mich nicht zu Tode bringen kann, die non-toxisch ist, die auch keine körperliche, betone ich, Suchtabhängigkeit erzeugt. Eine psychische Abhängigkeit kann es immer geben. Nur, das jetzt in irgendeiner Form gleichzusetzen mit Alkohol und Nikotin, also den legalen Drogen, ja, und Tabletten, die so viel Tote produzieren, 74.000 infolge von Alkoholsucht, 120.000 infolge von Nikotinsucht, 40.000 bis 60.000 infolge von exzessiven Medikamentenmissbrauchs. Ja. Und dann aber zu sagen, ja, aber das Graserl, das dürft ihr nicht. Ja, nicht mehr, gell? Letzte Phrase ist eine Gängelung. Also das hat mit Fairplay einfach nichts mehr zu tun in unserer Gesellschaft. Viele sagen ja, man muss das Cannabis jetzt verbieten auf Volksfesten, auf Parkanlagen und so weiter, weil das sonst überbordend wird auf und weil man das nicht mehr Volksfesten eindämmen und kann. Biergärten, claro. Was ist deine Meinung dazu? Pure Heuchelei und sonst gar nichts. Warum Vielen. darf sich die Gesellschaft dumm und dämlich saufen? Ja? Aber, und da dürfen die Kinder dabei sitzen. Ja? Es geht ja darum, auf Volksfesten verbieten, damit man es nicht also vor den Jugendlichen sozusagen halt. Aber die Massen, die dürfen wir sich einziehen, gell? Vielen Dank, lieber Eisi, und vielen Dank für dein langjähriges Engagement in der Sache. Dankeschön.